Hallo und herzlich willkommen zu meinem weiteren Video. Machen wir mal ein kurzes Unboxing zu diesem Mainboard Asus Maximus 9 Extreme. So, den habe ich ja schon mal erwähnt, dass der bei mir in dieses Thermaltake Corpe 5 Gehäuse reinkommt. Ja, wie immer nicht vergessen vorher zu erden. So, holen wir mal das Teil mal raus. Also da seht ihr selber hier die Platine. Dann gibt es da noch als Beilage diese viele Aufkleber. Sehen sehr schick aus. Ich glaube, da gab es noch einen Glasuntersetzer aus Karton. Den habe ich aber allerdings schon, glaube ich, weg. Okay. So. Dann schauen wir mal, was da alles an Zubehör dabei ist. So, jetzt ist der Karton schon auch leer. Ja, das untere Karton ist auch ziemlich schwer. Da ist ja auch dieser Wasserkühlblock mit drin. So sieht es hier drin aus. Wasserkühlblock. Ja. Handbuch. Noch diese kleine Aufkleberle für Kabel. Dann das. Also Fan Extension Card. Ah, okay, da kann man noch extra Karte für die Lüfter installieren. Muss man bestimmt dazu kaufen, würde ich mal sagen. Ja, ein Haufen Papierkram. Garantiezettel. Dann noch ein paar Asus Aufkleber. So, dann gibt es diese CPU-Montage oder ja, ein CPU-Montage-Tool. Allerdings weiß ich nicht, für was man das braucht. Ich mache das mal einfach auf. Na, okay, das braucht man um die CPU zu montieren, aber warum braucht man das eigentlich? Gute Frage, da muss ich mal nachschauen dann, ob das auch wirklich notwendig ist. So, was gibt's da? Das sind Sensoren, Temperatursensoren. Kabel, weiß auch nicht unbedingt gerade für was. Noch okay, ESLi-Brücke ist dabei. Was ist das? USB-Stick. Da sind die bestimmt die Treiber drauf oder sowas. Okay, das ist das kleine Teil vom Wasserkühlblock, da tut man das über der SSD, über der M2 SSD, die wo auch, die kommt übrigens rein, um die zu kühlen, und das tut man dann mit dem Wasserkühlblock verbinden. Dann hat man 1, 2, 4 Kabel für die Festplatten, noch mehr Temperatursensoren. Okay. Das ist die Rückplatte oder die Backplate für den Wasserkühler. Wow.
ein schöner massiver Aufkleber nochmal von Asus. Cool. So, was ist das? Ah, okay, das ist die WLAN-Antenne. Ja. Okay. Dann würde ich mal sagen, montieren wir mal. Ach, halt. Hier ist noch was. Noch mehr SATA-Kabel. Schrauben für die M2 SSDs. Das ist wahrscheinlich das für die Aura-Beleuchtung. Da ist dieser diese Platine, wo man die Lüfter dran anschließen kann. Dann hat man hier noch kleine Winkel, ganz ganz mini Winkel mit mini Schrauben. So, um dann noch das Frontpanel anzuschließen. Schon einiges an Zubehör, also wirklich sehr viel eigentlich. So. Okay, wir bringen mal das Ding mal raus. Gummi oder so, also auch ziemlich gut gepolstert, wird auch was soll ich sagen, achso, RGB beleuchtet, Wasserkühler, sehr schick, auch eine Zirkulations- oder Flow-Anzeige ist mit drin integriert. Da kommt diese CPU zum Einsatz. Machen. Okay. Ja, die CPU liegt eigentlich schon ziemlich gut drin. Okay. Ehrlich gesagt, wenn ich ein bisschen schau, liegt irgendwie etwas krumm drin, oder denke ich das bloß? Sieht wahrscheinlich nur so aus. Okay. So. Machen wir mal auf. Abnehmen.
mal kurz nochmal schauen. Man könnte, wie gesagt, auch die CPU eigentlich so direkt ohne diesen Tool auch montieren. Okay. Man kann auch jetzt den Tool genauso wie jetzt auch nehmen und dann auch noch dran machen. Welche Funktion das Teil genau hat, weiß ich jetzt nicht, aber man kann das auch ohne Tool machen. So, dann machen wir das einfach so und fertig ist es. Ich hebe die Deckel zum Beispiel von dem Sockel immer auf, weil wenn man irgendwann vielleicht das Mainboard verkaufen möchte oder so, ist das immer vom Vorteil, wenn man den Sockel wieder zumachen kann, dass man irgendwie aus Versehen nicht die Pins verbiegt oder beschädigt, weil dann ist es nämlich sehr schlecht, das Teil wieder in Gang zu kriegen. Habe ich mal schon mal gehört, sowas. Reinige ich nochmal die CPU. So. Dafür nehme ich diesen Akasa CPU Cleaner. Man kann auch bestimmt so Spiritus nehmen, gibt es ja diese verschiedenen Sachen, wo man dafür nehmen kann. So, okay. Machen wir mal die M2 SSD auf. Da in dem Fall zum Beispiel auch versuchen, so wenig wie möglich an den Kontakten mit Finger ranzugehen. So. Ja. Dann sind dann auch diese zum Beispiel Verlängerungsstückchen noch dabei, diese Sechskant und die Schrauben für diese M2 SSDs. Okay. Bin gerade am Überlegen, wie ich das jetzt mache am besten, weil ich sehe gerade, dass die SSD eigentlich gar nicht aufliegt. Vielleicht muss ich da ein anderes Teil montieren. Hol die mal vorsichtig nochmal raus. Okay, das ist ziemlich fest. Okay. Weil nämlich, Moment, geht ziemlich schwer ab. Das passt nicht zufällig, nein. Moment, ich muss mal kurz das Werkzeug holen, dann schau gleich wieder ein. Ich habe jetzt das Werkzeug geholt und zwar, wenn man jetzt genau schaut, wenn man die M2 SSD montiert und dann hier versucht runter zu drücken, sieht man das. Das ist auf jeden Fall das Teil hier ein bisschen zu lang. Wenn man mit der Schraube das festmacht, dann geht die SSD trotzdem noch ein Stück hoch.
Aus dem Grund muss man das jetzt austauschen. Und zwar gegen das Teil, was zum Beispiel jetzt in der Verpackung mitliegt. Zwei Stück von denen liegen dabei. Leicht festmachen und mehr brauchen wir auch nicht. So, jetzt die SSD zum dritten Mal. Reinmachen. Hier vorsichtig. Müsste jetzt irgendwie. Okay, so, das war's. Jetzt ist die SSD montiert. Wir werden jetzt die Wärmeleitbits montieren und das Wasserkühlblock dran machen. So, okay. Die Wärmeleitpads komischerweise kommen irgendwie jetzt so auf diesen zwei, so diesen Papieren hier. Ich weiß nicht, warum das so ist. Keine Ahnung warum, egal. So, jetzt muss ich mal kurz die Anleitung mal aufmachen. So. Okay. Kurz mal reinschauen. Okay. So. Da sieht man zum Beispiel auch genau, welche Wärmeleitpads wohin kommen. Dann gibt es dieses Teil hier. Nehmen wir mal so. So dieses viereckige. Ich versuche mal das vorsichtig abzulösen. So, das kommt hier drauf. Dann gibt es diese zwei breite und zwei schmale. Und zwar gibt es ein schmales, kurzes. Das kommt hier drauf. So, dann schmale lange. Das kommt dann hier drauf. So, dann wiederum das, die sind ja irgendwie so leicht verzogen. Ich hafte mal ein bisschen arg irgendwie. Also das ist irgendwie komisch, das gefällt mir irgendwie gar nicht hier.
ist so fest dran. An diesem Trägerpapier. Normalerweise, ne, kenne ich das gar nicht so, dass das extra irgendwie so ist. Normalerweise muss es ja, so wie bei diesem EK Vodoblocks zum Beispiel oder anderen Wasserkühlblocks, dass es irgendwie extra alles ist. Also die Wärmeleitpads. Sorry, dass ich gerade aus dem Bild bin. Ich muss da echt gerade aufpassen, dass es nicht kaputt geht. Das ist schon irgendwie. Ja, ich sag, also recht seltsam. Schaut euch das mal an. Das ist echt. Ja, echt komisch. Okay, jetzt habe ich es abgekriegt bekommen. So, das ist das lange Teil. Das kommt hier drauf. Das ist aber ein bisschen zu kurz irgendwie, komischerweise. Oder? Ja. Das heißt komischerweise eigentlich, ja, nicht so gut. Ich muss mal gucken, ob man das irgendwie ein bisschen dehnen kann oder so. Ein bisschen hier. So. Nein, nicht wirklich. So. Ne. Also jetzt versuche ich hier das zweite noch abzukratzen, weil das ist echt. Das ist irgendwie echt komisch. Okay, das zweite habe ich jetzt sauber. Endlich. Das ist echt Wahnsinn. Ich versuche da diese kleinen Stückchen zu entfernen. Ich meine, okay, nicht, dass es irgendwie, denke ich mal, was ausmachen würde, aber. So, okay. Jetzt brauchen wir. Da kann man, anhand dessen kann man sehen hier, wie viel Reste da oder wie das dran gehaftet ist, also schon blöd.
meinen Wasserkühlblock auf und holen ihn mal raus. So, okay, so sieht das schöne Teil aus. Okay. Dann habe ich damals noch bei Case King angefragt, ja, gerade wegen dieser CPU von der Bauer, welche Wärmeleitpaste man nehmen sollte am besten, wo dazu am besten geeignet ist. Und dann haben die mir gesagt, ich soll diese hier nehmen. Das ist auch, die habe ich allerdings dann woanders bestellt. So rum. Okay. Das ist ein Aufkleber, eine kleine Anleitung. Da ist auch bei dem Teil schon, da wo man das vorne rausdrückt, so eine Art Spachtel. Schon vorne dran, ja, okay, bei dem eigentlich gar nicht. Okay, komisch. Muss ich auch mal glatt mal schauen, ob da noch. Ah, okay. Jetzt sehe ich's. Da ist so ein Teil da zum draufschrauben. Mit dem kann man das dann schön die Wärmeleitpaste verspachteln oder ja, verstreichen. Ich habe mir jetzt was anderes zur Hilfe genommen, und zwar dieses kleine Spachtelchen hier. Okay, ich habe jetzt die Wärmeleitpaste gut verstrichen. Ja, das so, okay. Komischerweise ist, ich glaube irgendwie, dass ich habe so das Gefühl, dass das Ding irgendwie aus dem Kundenretour kam oder sowas. Deswegen auch diese komische Wärmeleitpads, weil hier ist auch zum Beispiel keine Schutzfolie mehr drauf. Das habe ich bei Mindfactory bestellt gehabt und das ist ja irgendwie überhaupt nicht gut, dass da jetzt keine Schutzfolie drauf ist. Ich werde das kurz sauber machen. Okay, so, dann heben wir mal die beiden Kabel hier nach oben und fahren hier mal vorsichtig. Gerade schauen. Vorsichtig rein. So. Okay. Dann mal kurz in die Anleitung schauen. Das Teil muss so hin, also mit dieser Aussparung nach da. So muss es hin, also lege das hier so drauf. Das ist schon schwer. Ja, das ist echt blöd. So, jetzt muss ich das nochmal abhebeln. Okay. So. Ja, das ist schon
ehrlich gesagt recht kompliziert. Ich probiere das jetzt mal so. So. Okay. Das ist dann so von unten ran, also dreht man das jetzt so hin und dann. Ich will jetzt nochmal genau schauen, um auf Nummer sicher zu gehen. Ja. Okay. So, dann nimmt man diese kleine schwarze Schrauben hier. Das sind 4 Stück an der Zahl. So, und dann drehen wir die mal vorsichtig rein. Zuerst auch alle ansetzen. Ja, irgendwie greifen die gerade nicht wirklich. Okay, jetzt hat die gepackt. So, und dann habe ich noch mal 4 Schrauben, das sind 1, 2, 3, 4. Und da kommen diese Schrauben hier mit der Feder zum Einsatz und da muss diese Gummiunterlegscheibe drunter oder dazwischen. Schön übers Kreuz alle festziehen.
Okay, die geht ein bisschen weiter rein. Die auch. Und die zwei oberen nicht wirklich so weit. Okay. So sieht das Ergebnis jetzt aus. Ich hoffe, dass die ganzen Wärmeleitpads auch wirklich dran geblieben sind, wo die hingehören. So. Machen wir mal das Tütchen auf mit dem Kühlblock für die M2 SSD. Da zum Beispiel, okay, da ist kein, oder ja, da ist so Papier schon abgefallen. Deswegen, da hebt es irgendwie gar nicht. Deswegen, ich denke mal, keine Ahnung, was das ist. Oh mein Gott. Also das ist schon mies ein bisschen, finde ich jetzt, von denen, dass die sowas überhaupt dann anbieten, wenn das schon mal im Gebrauch war oder so. Weil das hebt ja auch nicht wirklich so jetzt. Das ist, wie gesagt, richtig schlecht. Ich weiß nicht, wie ich das auch jetzt abmachen soll. Oh Mann, ja. Das seht ihr, Leute, dass man auch gebrauchte Sachen angedreht kriegt. Jetzt habe ich noch was entdeckt. Und zwar, das war jetzt der Fehler meinerseits. Und zwar, das lange Teilchen, wo vorher drin war, muss auch drin bleiben. Und zwar, weil wenn man diesen Kühlblock für die SSD montieren möchte, dann müssen die zwei langen Dinger dran sein. Weil das ist auch, glaube ich, so der Abstandhalter oder so irgendwie dafür, dass das Kühlblock irgendwie in die SSD zusammenquetscht oder so ähnlich. Okay, so, jetzt machen wir, also halt, nur noch kurz gucken, ob ich das anziehen ein bisschen. So. Okay. Jetzt schrauben wir mal die zwei Schrauben noch weg. Ich hoffe, dass es auch alles richtig ist. Ja, das mit dem Wärmeleitpad muss ich jetzt gucken, wie das ist. Das ist schon ein bisschen runter, oder ja, ist runtergefallen. Ich tue das mal ein bisschen zurechtziehen. Ah, Mann, also das ist echt ärgerlich. Wahrscheinlich mal irgendwann bei Gelegenheit mal ein Wärmeleitpad bestellen und den ersetzen dann, ist ja klar, dass es vielleicht auf jeden Fall besser sein wird. So. Okay. Ja, das liegt alles schön auf. Machen wir mal diese Teil, zwei Schrauben mal rein. So. Dann setze ich mal auch die Schrauben ein.
nur wie gesagt am Anfang, zu Beginn erstmal ansetzen, alles am besten, dann hat man auch keine Probleme, dass irgendwie irgendwo das Gewinde nicht greift. So. Sieht gut aus. So. Alles vorsichtig festmachen. Okay. Soweit jetzt zu dem Wasserkühlblock von der CPU. Alles ist gut. Schau mal kurz alles durch. Ja, alles schön fest. Oder, ja, dort wo es hingehört zumindest auf jeden Fall. Dann hat man noch diese zwei Stecker hier. So, die kann man am besten, wenn man, denke ich mal, verlegt. Ja, das ist schon ein bisschen schlecht mit dem ATX-Stecker hier. Alles schön. Ja, muss man halt gucken, wie man dann am besten hinkommt, dass es nicht stört irgendwie dann später. Vielleicht irgendwie so vorsichtig hinbiegen und dann die ATX-Stecker einstecken. So, hier ist zum Beispiel auch ein Pfeil. Und der Pfeil, der muss, glaube ich, falls ich mich nicht täusche, bei 12. Also hier sieht man auch zum Beispiel das RGB und dann das eine Pin ist mit 12 Volt. Und da muss auch der Stecker dann auch drauf. So. Und zwar so rum. Und dann, wie gesagt, kann man vielleicht probieren, die Kabel hier vorsichtig irgendwie seitlich runterdrücken oder einfach dazwischen und dann die ATX-Kabel drauf und dann wird es schon passen. Okay, ich danke euch fürs Zuschauen jetzt bei diesem Abschnitt und wünsche euch schöne Tage und bis dahin, ciao, macht's gut.